Bist du am zweiten, Leuchtfeuer? Ne, ich bin da gerade im Umlauf. Der Ritter davor hat mich ja gekillt. Weil der noch einen scheiß Pixel-Aim hatte. Mann, regt mich das auf. Ich muss jetzt irgendwie erstmal die Attacke verstehen. Ich kann das Ding aufladen. Wie viel Schaden mache ich damit? Oder ist das nur zu parieren gedacht? Ich habe keine Ahnung. Warte mal, steht da vielleicht eine Erklärung zu? Erklärung. Waffenkategorie, Waffenfertigkeit, genau. Fertigkeitsarten, die du so einsetzen kannst, dies verbraucht FP. Verstehe ich nicht. Toll! Es werden mir tolle Sachen erklärt und keine davon verstehe ich wirklich. Hm. Jetzt habe ich 3000 Seelen verloren. Das wären 3 Level ab, so zumindest 2 und irgendwie noch so ein bisschen was. Dieser Parry hat nicht funktioniert. Hier ist ja direkt das Ekelgebiet. Ach ja, jetzt habe ich ja gar keine Glut mehr. Alter. Aber du bist ja auch nicht mehr Ember, oder? Nein. Ich bin momentan nicht immer. Mann, ist dieser Ritter scheiße. Alleine. Jetzt muss ich echt gucken, wie ich den am besten jetzt mache. Ich hab doch gesagt, ich kann auch in deine Welt kommen. Ich reise dann zu dir. Ja, ich kann dich, glaube ich, nicht rufen, wenn ich nicht in Ember-Form bin. Ja, dann mach dich doch Ember. Ja, setz erstmal dein Symbol. Ja. So, hab's gesetzt. Also du siehst mich sofort, also, aber dich sehe ich überhaupt nicht, warum auch immer. Tja. Ja gut, so, ich habe jetzt wahrscheinlich hier den Cut gesetzt. Wir sind wieder da. Irgendwie connecten in Vampsworld gilt nicht, aber er in meine ohne Probleme. Er hat sich jetzt alleine zum zweiten Bonfire durchgeschlagen. Wir werden jetzt gucken, dass wir meine Seelen wieder kriegen, weil 3000 Seelen auf dem Spiel stehen. Wir gehen, glaube ich, unten entlang. Ja, können wir da schnell wieder So. Oh. Guck mal, ich habe neue Moves gelernt. Ich kann jetzt. Warte, pass auf. Ich fühl's richtig. Okay, ich kümmere mich um den erstmal. Bam! Badges, 122 Schaden. Und ich muss immer noch einen Move, den ich kann, irgendwie noch verstehen, den ich noch nicht gerafft habe. Warte, erstmal gebe ich den Backstab. Komm. Junge, Backstab, danke. So, mach nach. Guck mal, ich kann nämlich den hier. Aber ich weiß nicht, was der macht. Ich glaube, das ist ein Parry, aber ich bin mir da nicht ganz so sicher. Könnte aber ein Guardbreak sein, keine Ahnung. Hey, what the fuck? Ich weiß auch nicht, was das kann. Aua. Ja. Mann. Alter, ich verliere gerade richtig Leben. Kannst du vielleicht dann Wucht machen, die Gegner wegkicken oder so? Oder du kriegst halt so eine Aura um dich. Ja, ich leuchte. Aber du verbrauchst damit auch deine Dings, musst du bedenken. Ah, ich habe auch Mana. Ah, gut zu wissen. Ich krieg mit dem Move, verbrauche ich nämlich auch was. Warte mal, steht das da irgendwie, was das kann? Ach, das kann der auch ohne. Durchhalte will, nimmt eine unbeugsame Gebetszeit ein und erhöht kurzzeitig die Balance. Ah, okay. Also ich werde kurzzeitig nicht so schnell gestaggert. Warte, das steht dann auch da. Wo steht das? Das steht bei der Waffe. Als wenn du da die erweiterten Option machst, steht das da als Fähigkeit. In der Waffenbeschreibung? Ja. In der Waffenbeschreibung steht das als Fertigkeit. Zweiter Punkt. Ach, halten. Nimmt eine Haltestellung ein und dann mit einem normalen Angriff einen schnellen Ausfallhieb oder ein abwehrendes Parieren. Ah, mit einem schweren Angriff auszuführen. Mhm. Alles klar, ein abwehrendes Parieren oder ein... Okay, alles klar. So, wir müssen gucken, dass wir den Typen, der Dings wird, oder ansonsten einfach an dem vorbeirennen. Dass wir uns um den kümmern. Oh, das war aber knapp. Vor der Leiter gerade. Ja, das war doch nicht knapp. Alles geplant. So, jetzt haben wir den die ganze Hut mal ein bisschen zerstört. Hier sind wir gestorben, ne? Naja, ist so gut wie. Ach, jetzt hast du den schon gekillt, bevor der überhaupt nicht verwandelt. Oh. Oh,
Oh, hier kommen ja mehrere. Na egal. Ah, habe ich gut überstanden. Brandbombe, alles klar, easy. Dann lass mal gucken, dass wir meine Seelen wieder kriegen. Ich würde ihn nämlich gerne haben. Ja, jetzt haben wir den Speertypen wieder. Ja, ich hole erstmal mein Schild raus. Achtung, hinter dir! Oh. Okay, er ist tot. Vielleicht sollst du Estus nehmen, oder? Nein. Ach man, verfickte Scheiße, der Stuhl und alles andere an Mobiliar zerstört man doch mit Rollen. Warum ist das jetzt nicht kaputt gegangen? Was hab ich dann sonst gekriegt? Achtung, wow. Oh, Ritter, hallo. Wird Zeit, ihn zu mobben. Okay, da hat er anscheinend seinen Fokus nicht gewechselt. Achtung, der hat einen Kumpel, der hat er sich geholt. Okay, so. Können Sie ihn eigentlich nicht schlagen, wenn er auf dem Boden liegt? Nee, wir müssen warten, bis er hochkommt. Zumindest war das in den vorherigen Source-Teilen so. Ja, in meisten Fällen sind sie unverwundbar am Boden. Oh. Das wäre eigentlich immer die perfekte Möglichkeit, da von oben schön Schwert in den Kopf zu rampen. Warte noch, bevor du weiter rennst. Ich möchte nicht, dass du wieder zu viel Schaden nimmst oder stirbst du möglicherweise noch, während ich gerade hier noch ein Item einsammle. Grüne Blüte habe ich bekommen, keine Ahnung, wofür es gut war, aber egal. Ich komme wieder zu dir. Ah. Was auf den Feuerbomben-Typen machten, ne? Auf den achte ich diesmal auf jeden Fall. Ich kann mich auch von mir aus wieder um den kümmern. Also gerade eben war es einfach zu schnell vorgerannt, da konnte ich nicht mich um den kümmern noch vorher. Den hast du jetzt gekillt, ne? Ja, das war der. Das war der Typ mit den Feuerbomben. Ich werde glaube ich von hier oben mal kurz, wartet, ich kann vielleicht den Hund wieder one-shotten, so wie gerade eben. Ne, jetzt irgendwie nicht, keine Ahnung, dem hat er aber auch weniger Leben gehabt. Jetzt hör auf rumzubellen und sterb. Ach, toll. Jetzt kommt der hoch, egal. Das Schlimmste ist schon mal erledigt. Wie sehr wichtig ihn nicht. So knapp an seinen Kopf vorbei. So, jetzt wird er sich ein bisschen aufregen, wird das gesamte Mobiliar zerstören. Ich komme jetzt runter. Das Mobiliar zerstören ist gut. Wow! Da habe ich jetzt über mir aufgepasst, dass er hochgekommen ist. Ich finde es schön, ich kann mit meiner Waffe richtig schön staggern. Ja, mit dem Dolch könnte ich das ein bisschen besser als mit dem Uchigatana sogar, aber der Uchigatana macht natürlich deutlich mehr Schaden. Ah, hier ist mein ganzer Loot. Sehr schön. Der Typ hat mich nämlich umgebracht mal wieder. Ich möchte nicht mein Loot verlieren. So, Seelen zurückhalten. Jetzt kann ich von mir aus sterben. Aber das will ich eigentlich auch verhindern. So. Der hat mich gerade umgebracht. Da habe ich nämlich auch diesen seltsamen Schrei ausgegeben. Ach so. Ach, hier ist die erste Estus-Scherbe. Okay. So, haben wir noch irgendwie Loot oder so? Nicht danach. Ach, jetzt kommen wir vielleicht noch. Reinrollen ins Lager? Na gut, alles klar. Okay, da kannst du wahrscheinlich auch nicht hinter. Oh ja! Oh, what the fuck ist das für einer? Ah, ich hab noch Loot gefunden, warte. So. Kleine Titanitscherbe. Ja, lohnt sich. Kann ich meine Waffe verbessern. Auch wenn ich noch nicht weiß, welche Waffe ich überhaupt verwenden will. Ich will ja eigentlich schon Duel gehen. Aber. Musst du auch die entsprechende Waffe finden, ne? Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt endlich über Power Stance geht, weil du kannst ja immer noch. Nein, schon, es gibt bestimmte Waffen, die hast du automatisch im Power Stance. Davon hast du zwei Stück auf einmal. Der Typ sieht nicht nett aus. Mal gucken, wie viel Schaden der vom Bogen nimmt. Wahrscheinlich gar keinen. Nein, er lässt sich sehr gern. Kriegt 79. Ein Schaden weniger als der Schildtyp. 54, okay. Das interessiert ihn sonst ein bisschen wenig. Kann man vielleicht auf den drauf springen? Nee, ich glaube, der kommt gar nicht hier hin. Haben wir sonst noch irgendwelche Gefahren von anderen Gegnern, die hier rumrennen? Ich glaube, die anderen sind alle tot. Das wäre ein bisschen fies. Das wäre böse, ja, allerdings. Ja, würde ich sagen, fangen wir mal an. Aber es ist halt Dark Souls, was erwartet man? Wow! So viel zum Thema Tod, egal. Ich hab den Gefühl. So viel zum Thema Tod, ja. Das ging ja schnell. Zwei Hits hat er gebraucht für mich. Jo. Der macht scheiß viel Schaden. Vor allem schlägt er durch alles durch, was da ist. Ja, der ist einfach eine Etage unter mir. Oh, ich weiß nicht, ob ich den. Ich glaube, ich lasse ihn erstmal in Ruhe. Ich will versuchen, eigentlich das nächste Leuchtfeuer schon gerne zu erreichen.
Aber egal, du hast noch Ember, das heißt, wir können bei dir auf jeden Fall weitermachen zur größten Not. Ich könnte auch überlegen, ob ich den Heimatknochen verwende und jetzt Level erstmal. Ah, das ist eine gute Idee mit Leveln. Ich habe 8000 Seelen. Ja, ich glaube, ich nehme dann auch den Heimatknochen. Da sind mir die Level jetzt ganz wichtig eigentlich. So, Feuerband, Schrein. Tschüss. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Puh, ich bin weggekommen. Falsches Leuchtfeuer. Ach ja. Ja, aber wahrscheinlich kann ich dich eh wieder nicht rufen, warum auch immer. Ich weiß noch nicht, woran das liegt. Very well, then touch Hick Nourishment. So, warte mal, was steigere ich denn jetzt? Kondition auf 15? Nee. Ja, ich könnte auch Vitality eigentlich mal hochhauen, vielleicht. Ja, ich glaube, ich muss mal so 2 Punkte auf Vitality, einen auf Geschicklichkeit. Oh. Okay. Dann wieder zurück. Ich habe jetzt zum Glück noch meinen Ember, das heißt, wir können auch in meiner Welt weitermachen. So, Tom auf der Mauer. Wir müssen leider nur den ganzen Weg nochmal laufen. Der ist böse. Mhm. So, also ich bin bereit, dich zu rufen, wenn du... Das sag, wenn du gesetzt hast, ne? Hab ich. Okay, mal gucken. Neben dem Bonfire vermutlich, ne? Mhm. Wie viele Leute können eigentlich in eine Welt? Ich vermute 3 Stück. Ich weiß nicht, ob sie es hier erhöht haben. Doch, aber ich gehe davon aus, dass du hier 3 Phantoms haben kannst. So, hat zwar jetzt ein bisschen genau. Ach, fuck, fick dir Scheiße, setz dich nicht ans Leuchtfeuer, sondern ruf das Phantom. Hab jetzt zwar ein bisschen warten müssen, aber ich hab dich gefunden. Den ganzen Weg. Ja, es wird lustig. Pass auf hinter dir auf. Ah, du hast einen Typen gekillt hinter mir. Du hast ihn pariert oder was? Nein, ich habe seine Ausdauer aufgebraucht, weil ich gegen sein Schild geschlagen habe. Ja, aber dann konntest du ihn trotzdem, du kannst ihn dann guardbreaken, wenn er die Ausdauer verloren hat. Das kannst du auch im PvP, auch. Das war mir aber neu, ich kann ihn nur parieren und backstabben als Finishing. Es ist ein es ist eigentlich halt ein Guardbreak, so gesagt. Wow! Erlöse sie nur von ihrem Leid. Aua, ich werde, während ich gerade die scheiß Leiter runterrenne. Oh, so. Ich überlege gerade überhaupt, ob wir den Weg laufen wollen und nicht vielleicht erstmal hier runter. Willst du vielleicht Heilung verwenden oder so? Bei deinem Leben, keine Ahnung. Stimmt, Heilung habe ich ja. Wow, mich hast du ja überhaupt nicht geheilt als zweiten.
Das war mega wenig. Wie viel Leben hast du denn gerade? Fangen wir mal so. Warte, 427, glaube ich. Oh. Scheiße. Ja, das war jetzt so viel dazu. Ja, ich habe mich auch verklickt. Ich war gerade ganz in der Dark Souls 1 Steuerung drin. Ah, jetzt ist ein bisschen mehr geheilt, gerade eben. Keine Ahnung, warum es so wenig war. Ach, da sind wir direkt bei dem Riesen, glaube ich. Ja, sind wir auch. Okay. Ja, der war doch eben genauso viel. Jetzt konnte ich nicht mehr ausweichen. Ich bin auch ins Feuer reingelaufen. Ey Junge, chill. Lass mich doch mal meine Attacke durchführen. Ich kann jetzt zweimal staggern, finde ich gut. So, er ist tot. Ja, er ist verschwunden. Ah, ich habe eine Glut gefunden. Sehr gut. Habe ich jetzt noch zweimal die Möglichkeit, dich zu rufen, wenn wir jetzt nicht komplett verkecken. Hier gibt's keinen Loot. Aber als wenn so viele gegen einen von den Fetten gestorben sind, Der Fette hat dich ja auch relativ schnell gekillt. Ja, wenn er dich trifft, ja. Ja. Aber sonst sei ich relativ schwach. So, zack. Loot. Was haben wir hier? Ach, dann sind wir hier. Warte, dann springe ich mal rüber. Ich glaube hier. So. Oh wow. Oh Gott. Ach, ich habe einen ersten Ring. Einen Ring. Sie zu knechten. Ach, der Lieblingsring von mir. Ring der Opferung. Dann kann ich ja super hosten. Dann kann ich noch weiter in Ember bleiben. Für die Leute, die das jetzt nicht verstehen, aber ich denk mal, warum sollte man Dark Souls 3 LP gucken, wenn man die vorherigen Teile nicht kennt? Ich? Hallo? Ja, ne, okay, aber du bist jetzt so indirekt dabei. Du bist halt ich glaub, bei mir gibt's so bei YouTube Abkürzung. Und sagst, ich guck jetzt gerade das, weil du sonst auch keine Videos von mir guckst. Egal, erklär's trotzdem. Ja, Ring der Opferung ist jedenfalls, ich sterbe, behalte aber meine Ember-Form, kann also sprich die Vorteile davon noch weiterhin genießen und verliere keine Seelen. Der Ring zerbricht allerdings, das heißt, ich muss ihn mir für Seelen irgendwann dann wieder reparieren. Ach, du kannst das Ding rufen? Okay. Ja, okay, du kannst in der Abkürzung aktivieren, na gut. Hast du, du bist jetzt damit schon gefahren, okay. Ja, aus Versehen. Wo komme ich denn da raus bei der Abkürzung? Keine Ahnung, irgendeine Stahltür, die zu war. Es gab ja nur 1000 davon. Ja, dann kann ich sie ja öffnen. Ja, deswegen, ja. Hab ich ja gesagt, da ist eine Abkürzung. Ah, ich glaube, da hinten ist der Bosswald. Ah, wir haben das Gebiet durch. Wurde auch Zeit. Aber wir können noch viele kleine Nebenwege abchecken. Oh, also, obwohl, warum auch immer da zwei Nebenwände sind, das gefällt mir nicht. Okay. Endlich ist wieder so ein scheiß Ritter, die fucking stark sind für das Startgebiet eigentlich. Ah. Wo ist eigentlich so. Der Gegner, der übertrieben stark ist für das Startgebiet? Der, dieser Boss. Ich habe mir mal sagen lassen, dass es in jedem Dark Souls Teil einen gibt. Es gibt immer welche, die etwas stärker sind. Zum Beispiel dieser Fettsack war eigentlich einer der etwas stärkeren. Ich frage mich, ob es noch sowas wie Secret Walls gibt, Fog Walls und sowas. Ich vermute, aber dann sind davon meistens Nachrichten. Hier waren wir. Ach so, das ist der Raum. Okay, alles klar. Ich versuche mich gerade hier etwas zu orientieren. Ich habe hier das ein bisschen verloren. Ja, wir müssen hier weiter. Aber Vorsicht, wir sind hier Fogwalls gesehen. Ist doch kein da, einziger. Links und rechts sind für mich Fogwalls. Links und rechts? Ja, die zwei Durchgänge. Ach da meinst du. Links okay. Und rechts, da ist auch einer. Oh Gott, zwei der Ritter. Ja. Kann man dem vorbeisneaken eigentlich? Es ist auch nicht viel besser, was da unten ist, aber gut, die sind leichter. Nicht so schnell wie zwei Ritter. Hallo, ich hab. Eigentlich gewechselt, aber okay. Wenn du nicht willst, dann willst du halt nicht. So, ich nehme mal Estus Flakon. Boah, die heilen überhaupt nichts, diese Estus Flasks. Kannst vergessen. Ich komm zu dir, so. Was haben wir denn hier für Nachrichten? Wahrscheinlich Boss, so wie das da drin aussieht. Ach, hier sind diese Typen aus dem Trailer mit den Steinen aus dem Rücken. Zeit für Ungeheuer, Zeit für Tarnung.
Ist das etwa Niederlage? Ja, dann lass erstmal die anderen Gebiete abchecken, wenn hier der Boss ist. Ja, das sind die Pilger. Eigentlich würde ich sagen, dass da hinten der Boss ist. Das sieht eher danach aus. Oh fuck. Wir gucken einfach, was da für Nachrichten vor den Türen ist. Ach, du hast schon einen angepisst, alles klar. Dabei. Nur einen. Bam! Schatz, du kannst aber mit dem Mace kannst du wahrscheinlich besser die Leute staggern mit dem Schild, ne? Ah, kann ich auch. Ja. Lothric Rittergamaschen, warte mal, ich glaube, ich habe eine bessere Hose. Oh, die. Oh, ich komme auf 71,6. Warte mal, da kann ich mal gucken, ob ich jetzt Fett rolle. Wahrscheinlich. Ja, ist eine Fettrolle ab 70 wieder. Okay, ich kann die relativ gut staggern, die Ritter. Aua, du hast ihn auf mich drauf geworfen, jetzt hast du meine Attacke abgebrochen. Das gab's aber bei den vorherigen Teilen auch nicht, ne? Nein. Dass wenn du, ne, wenn jemand gestaggert ist, ach, und ist auf dem anderen drauf fällt. Sie kannst du die Ritter richtig gut farben, Mann. Ja, wenn sie was droppen. Das ist die Sache, ne? Ja, die droppen doch was. Ja, ich hab die Lockwick-Rüstung jetzt fast komplett. Yeah, wir haben den einfach. Jawoll, jetzt durfte ich mal. Das war schon fast das komplette Set von denen. So ziemlich, ja. Was? Ah, Luzern habe ich bekommen. Das ist doch der Hammer oder irgendwie ein Spitzhanger. Keine Ahnung. So, warte mal. Was haben wir denn hier für Nachrichten? So ein hier ist ein blauer Ritter. Warte, lass mal gucken. Zäher Feind voraus steht hier. Anscheinend ist das der Spezialgegner hier. Ah, wir sind zu zweit. Oh, das ist ja Schurke. Dann lass mal gucken, dass wir ihn zu zweit ficken. Versuch, Stoß in den Rücken. Ich versuche. Ja. Oh Gott. Ja, der hat ja einiges verloren. Der hat rote Augen, oder? Ja, er hat. Wow! Ruhig bleiben, Junge, und vor allem ist er relativ schnell. Er hat Aktion. Also Schurke. Wow, nobody fucks with me. Tschüss. Wie oft darf man denn miteinander backstabben? Bei Dark Souls 2 gab's aber einen höheren Schutz. Yeah, I won't deny it. I'm a friend, right? So, jetzt lass mal zusammen den angreifen, wenn er aufstehen will, dann haben wir den, glaube ich. Ja, sehr schön, gut gemacht. Warte, jetzt habe ich irgendeinen geedelten Edelstein bekommen. Geregelt. Ich weiß nicht, was das war. Ich muss mal kurz mein Inventar aufsuchen. Hier, Inventar. Ach, gealterter Edelstein. Groß voraus, sehr fein voraus. Ja, toll. Ja, das war wahrscheinlich der, oder? Oder jetzt nein, Russen, hier, ja. Vor der Russen war das sehr fein voraus, Trost voraus. Bei mir steht hier, ah doch, hier steht doch was. Ich komme da nicht durch. Freundschaft voraus. Ich darf hier da nicht, ich darf nicht rein. Also bei mir steht Freundschaft voraus und hier sind haufenweise Todesdinger. Versucht Feuer. Könnte vielleicht doch der Boss sein. Ja, dann lass erstmal unten entlang gehen. Na gut. Jetzt hör auf, wenn ich zu knien, komm hier hin. Ich bin zusammengebrochen, weil ich nicht hinterher konnte. Also erstmal sterben. Ja, ich glaube, weißt du, was ich vermute? Ich glaube, ich muss den erstmal aktivieren als Boss, dass der dann irgendwie sich verwandelt oder sowas, wenn da irgendwie sowas passiert. Ich habe keine Ahnung, wie gesagt. Jetzt, ab hier bin ich auch komplett blind. Gehen wir mal hier rein. Ich traue der Sache auch nicht. Ah, du kannst hier auch nicht rein. Ja. Du kannst nirgendwo rein, oder? Nein! Es ist nur ein jämmerliches Phantom. Ja, Mann. Ich trau mich mal hier in den Mitte des Raumes, aber hier ist auch nichts gerade. So, ich stehe jetzt gerade mitten im Raum drin, ne? Na gut, ich glaube, hier kann ich gerade nichts machen. Das Tor ist verschlossen mit irgendeinem. Oh, Cutscene.